Milliarde iPhones bei Apple. Das ist relativ interessant zu beobachten und soll in dieser Situation nur die Geschwindigkeit dessen und die Skalierung dessen, was wir beobachten, beschreiben. Wir fangen vielleicht ein Stück weit mal noch woanders an, nämlich mit dieser Frage. Wie viele von Ihnen hatten eigentlich 2007 einen BlackBerry? Sie dürfen ruhig Hände hochmachen, dann haben wir hier so ein bisschen ein interaktives Element. Es ist eine erschreckend hohe Zahl, dann doch auch noch. Das fügte sich zu einer Marktbewertung 2007 zusammen für die Research in Motion von 41,55 Milliarden. Vielleicht machen wir nochmal den Gegenvergleich heute. Wer hat heute noch einen BlackBerry in der Tasche? Alle Ministerialmitarbeiter heben die Hand. Es sind signifikant weniger Hände für alle die, die es nicht gesehen haben. Wir haben also tatsächlich 35,76 Milliarden Euro an Marktkapitalisierungswertvernichtung hier im Raum in Handzeichen beobachten können. Relativ interessante Situation, die vor allen Dingen eins klar macht, nämlich dass wir eine Dynamik der Marktentwicklung beobachten, die das, wofür klassische Organisationen aufgebaut sind, eigentlich in den Schatten stellt. Das Ganze kann man, wenn man es sich andersrum betrachten will, noch ein bisschen zuspitzen und kann sich sowas angucken. Soll ich mal zurückmachen fürs Foto? Ja, sehr gerne. Ich verstehe mich vollkommen als Ihr Dienstleister. Interessant sind dann solche Stichworte, ich weiß nicht, viele von Ihnen werden sich erinnern, man kann tausende dieser Quellen finden, das nur indikativ, der RIM-CEO von damals sagte, try typing a web key on a touchscreen on an Apple iPhone, that's a real challenge, you cannot see what you're typing. Von Anfang an war Apple also doomed in den Augen des Betrachters, in diesem Fall RIM, allein es hat nichts geholfen. Warum erzähle ich all das? Weil sich Geschichte tatsächlich in unseren Kernindustrien wiederholt und wenn ich den nächsten Klick mache, dann wird es schon ein bisschen bedrohlicher, denn auch Herr Zetsche verliert selbstverständlich keinen Schlaf darüber, dass Apple möglicherweise ein iCar bauen könnte oder nicht bauen könnte. Das ist relativ interessant. Bei der Entwicklung des Smartphones hat es dann im Zweifel nur die finnische Volkswirtschaft getroffen, soweit sie beteiligt war. Hier gucken wir tatsächlich das erste Mal über, auf Entwicklungen, die unsere Kernindustrien treffen und die tatsächlich den Bias, den ich gerade bei RIM beschrieben habe, so ähnlich auf Daimler übertragen lassen. Interessanterweise ist es so, dass man Daimler gar nicht mal so kritisch betrachten muss, weil anders als die anderen Player, die ich hier gerade nicht zeige, weil sich nicht so ein krachiges Zitat hat finden lassen, ist Mercedes relativ gut dabei, über Zukunft der Mobilität nachzudenken. Sie alle werden Car2Go, MyTaxi oder Blacklane schon mal benutzt haben. Also tatsächlich ein zukünftiges Geschäftsmodell zu entwickeln und tatsächlich die Fühler auszustrecken für die Zukunft. Wenn wir die Positivseite angucken, und auf die will ich eigentlich mal gehen, dann ist natürlich die Marktkapitalisierung wieder eine Kenngröße, die wir uns anschauen müssen. 2007 hatten Apple, Amazon, Facebook und Google zusammen, nicht alle von denen, deswegen ist dieser Sternchentext da zu sehen, waren damals öffentlich notiert, ungefähr 282 Milliarden an Bewertungen in den unterschiedlichen Bewertungsdimensionen. Wenn wir uns das heute angucken, dann haben wir eine Wertschöpfung, einen Wertzuwachs von 1,12 Milliarden gesehen, Trillionen, wäre das richtige Wort. Relativ interessant, weil wir in 7 Jahren eine Verdreifachung des Wertes gesehen haben. Das Ganze mag sich so ein bisschen abstrakt anfühlen. Ich konkretisiere das mal und übertrage das auf die gute alte Lufthansa, deren Zerschlagungswert heute signifikant höher wäre als ihre Marktkapitalisierung. Wir sprechen von ungefähr 4,8 Milliarden. Im selben Moment, und bleiben wir in der Reiseindustrie, werden wenige von Ihnen das Beispiel von Concur kennen. Concur, eine reine Reisebuchungs-, Travel Expense-, Reiseplanungsplattform, gegründet vor ungefähr 12 Jahren, übernommen von SAP vor ungefähr, ich glaube, 8 Monaten für 6,8 Milliarden. Interessant zu beobachten, dass ich vollkommen frei von Assets in der Lage bin, 6,8 Milliarden am Markt realisierte Werte zu schaffen, versus Lufthansa, die über eine Asset-Decke verfügen, die signifikant höher sein sollte als ihre Bewertung. Was wir beobachten, ist eben tatsächlich, dass vor allen Dingen Kapitalflüsse sich in diese Art von assetfreien Geschäftsmodellen bewegen und damit, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht erfolgreich, nicht will keine Uber-Erfolg- oder Nicht-Erfolg-Diskussion mit Ihnen führen, eine Marktsituation verändern. Es kommt eben nicht darauf an, ob Zalando langfristig ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Die Rahmenbedingungen von Otto verändern sich so oder so unwiederbringlich.
Und was wir beobachten, und das ist tatsächlich eine relativ interessante Tendenz, ist, dass sogar auf der höchsten Aggregationsebene, nämlich in den börslichen Indizes, hier jetzt mal S&P 500, die Quote all derer, die über Zeit diese Indizes wieder verlassen, also die groß bleiben über einen bestimmten Zeitraum, relativ stark gesunken ist. Die Entfernung aus diesen Indizes geht immer schneller, sagt vor allen Dingen eins, wir sehen uns in einem Gesamtmarktumfeld und wie gesagt, das ist ein sehr aggregierter Blick, ich will das nicht leugnen, in einem Gesamtmarktumfeld, wo ich noch nicht mehr nur Größenvorteile und Skalenvorteile habe, sondern ganz offenbar auch Skalennachteile, mit denen ich zu kämpfen habe. Und wenn Sie sich den typischen CEO mal vornehmen und wir stellen uns vor, meine Hand wäre die Marktentwicklung, dann hat der typische, auch deutsche CEO gelernt, dass er vollkommen okayerweise sich von der Marktentwicklung seitwärts bewegen kann, weil er im Zweifel zu komplex ist, um alle Trends mitzunehmen. Das typische Vorgehen ist tatsächlich dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt sind wir zu weit von der Marktentwicklung weg, über eine Akquisition schließen wir das kleine sich gebildete Dreieck und werden wieder marktfähig und näher an den Markt rankommen. Das große Problem ist, und das ist tatsächlich die Eigentümlichkeit, die in Wertschöpfungsdimensionen bei Digitalisierung zum Problem wird, das, was an Wachstum heute möglich ist, an Kundenwachstum, an Skalierung, schafft eine Bewertung über Zeit, die signifikant höher ist, als es früher typischerweise der Fall war in einer anderen medialen Situation. Das Beispiel wird Ihnen vielleicht aus den Ohren raushängen, ich benutze es trotzdem. Wenn wir uns heute angucken, dass Hilton ungefähr 6,8 Milliarden wert ist, Status letzte Woche, und wir eine Wertzuschreibung von Airbnb über private Investoren von ungefähr 50 Milliarden haben, dann war der Mangel an Innovationen, das Seitwärtsbewegen vom Markt von Hilton genau der Schritt, der es nicht mehr möglich macht, in dieses neu aufgekommene Geschäftsmodell, was im Kernbereich Übernachtungen ja durchaus angesiedelt ist, wieder einsteigen zu können. Das kann nur eine Folge haben. Das kann die Folge haben, dass eigene Innovation und portfoliobasierte Innovation tatsächlich relevanter geworden ist, weil die Strategie des Wartens und Zukaufens im Zweifel dazu führt, dass ich zu spät agiere. Jetzt kann man das Ganze weiter spinnen und ich sprach über die vier Horsemen und sich dann in diesen Diskussionen wiederfinden, nämlich in Diskussionen, die da sagen, diese Silicon Valley Firmen sind alle nicht vergleichbar, denn auf die deutsche Industrie ist das so nicht zu übertragen. Wir machen Maschinenbau, die machen Geld aus nichts, also keine Assets. Wir haben andere Kunden- und Rahmenbedingungen und auch das werden Sie kennen, wir alle waren gesammelt schon als Vorstand im Valley. Und haben uns durch die Facebook-Tour führen lassen und haben jetzt sowieso verstanden, was das Ganze heißt. Meiner Meinung nach geht diese Argumentation komplett fehl und wir sind in einer Situation, die so aussieht, nämlich wir sehen die größte Wertschöpfung aller Zeiten stattfinden, die tatsächlich komplett neue Rahmenbedingungen für fast jedes Geschäftsmodell schafft und gucken nicht auf dieses Beispiel drauf und ziehen nicht die richtigen Lehren daraus, sondern ich habe tatsächlich noch keine dieser Vorstandsreisegruppen im Silicon Valley zurückkommen sehen mit einem Heureka-Moment und das machen wir jetzt für unser Geschäftsmodell. Eigentlich wird da nichts gelernt, weil diese Touren nicht in den Kern des Problems vorgehen, sondern die Büroräume von Facebook oder Twitter oder Google vorstellen, aus denen Lernen tatsächlich nicht möglich ist. Das ganze Thema, und ich will es nochmal ein Stück weit zuspitzen, ist natürlich noch nicht zu Ende. Wir werden sehen, dass diese ganzen Plattformmärkte weitergehen. Wir sehen natürlich, und das jetzt nur mal indikativ, mit Uber einen Player, der einen Markt verändert, egal ob erfolgreich oder nicht, Airbnb, Netflix, Snapchat, wer auch immer. Und wir haben noch nicht mal über chinesische Firmen gesprochen. Und interessant ist zu sehen, wer sich dafür interessiert, sollte sich die neue Berichterstattung des Billion-Dollar-Clubs im Wall Street Journal mal angucken, mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit chinesische Firmen und chinesische Internet-Companies gerade in diese Billionen-Dollar-Indizes vorstoßen. Am Ende bekommen wir tatsächlich ein Wirtschaftsraumproblem. Weil in dem Moment, wo ich eine Dominanz eines Uber in einem Mobilitätsmarkt habe, habe ich tatsächlich eine Dominanz der Wertschöpfung in einem bestimmten Wertschöpfungsraum, in einem Wirtschaftsraum, der im Zweifel nicht mein eigener ist. Und dann, und das ist eine Perspektive, die mir besonders wichtig ist, geht das große Geheule los. Die Wahrheit ist aber, keine dieser Firmen war vor 8 Jahren in irgendeiner Weise besonders positioniert. Hat man relativ oft, und Sie alle werden das kennen, ja Facebook, ja Amazon. In Wirklichkeit waren die Rahmenbedingungen dieser Gründung relativ klassische Rahmenbedingungen von neu gegründeten Unternehmen. Und es gibt auch tatsächlich keine Einzigartigkeit in, wie wurden diese Erfolge hergestellt. Es gab einfach bessere Wetten auf die Zukunft und entschlosseneres Handeln und am Ende bessere Rahmenbedingungen in einer Welt für Software. Die These, die aus meiner Sicht darunter liegt, und ich werfe die einfach mal so in den Raum, ohne sie jetzt groß zu beweisen, ist,
Wir nähern uns einer Zeit, in der wir als Weltmeister des Maschinenbaus leider diesen Schritt und diese Transformation in die Welt der Softwareentwicklung verpassen. Wir haben im Grunde den Wertschöpfungszyklus ausmaximiert, was Maschinenbau noch so leisten kann, und genau darauf unsere Gesellschaft aufgebaut und unsere Geschäftsmodelle und all unsere Rahmenbedingungen. Der Switch gelingt aber nicht wirklich und ist auch kein inkrementell logischer, zu sagen, die Wertschöpfung wird aus einer Softwarelogik zukünftig stattfinden, und wir müssen Rahmenbedingungen haben, die der Welt einer Softwarewelt würdig sind. Und ich einfach nur mal instruktiv tatsächlich, wie funktioniert eigentlich, wie funktionieren Softwarewetten? Sie alle werden sich erinnern können, die Börsenprospekte von Facebook wiesen einen massiven Risikofaktor auf, ist relativ gut dokumentiert. Facebook hatte kein mobiles Geschäftsmodell zu dem Zeitpunkt, was explizit ein warnender Faktor in den Börsenunterlagen war. Facebook hat dann tatsächlich für insgesamt 19 Milliarden ein mobiles Portfolio zugekauft, was zu dem Zeitpunkt übrigens ein gutes Drittel des Unternehmenswerts war, um diesen Faktor auszumerzen, steht heute in der Situation, dass 4 der meist runtergeladenen mobilen Applikationen in 2014 zumindest von Facebook waren. Wenn Sie sich eine Situation eines deutschen Unternehmens angucken, dann ist es so, und Sie kennen viele dieser Fälle, dass es an der Ideation dieser Lösungen oft nicht fehlt. Ganz oft kommen wir in Unternehmen rein und finden die Lösung, die wir für eine taugliche halten, für ein Problem, schon lange in dem Unternehmen verfasst und verkörpert. Wir sehen oft eine Exekutionsproblematik, in der nicht erkannt wurde, welches Problem setzt man jetzt wie eigentlich um, wie reduziere ich eigentlich meine eigene Trägheit, um eine Entscheidung zu treffen. Das symbolhafteste, gar nicht mal deutsche Beispiel, ist dann immer in so einer Diskussion, Sie alle kennen das wahrscheinlich, Kodak Eastman, die im Grunde ein fertiges Instagram-Digitalprodukt schon da hatten, sich nur nie durchgerungen haben, das zu launchen. Ähnliche Situationen sind eher tagtäglich auch in der deutschen Industrie, dass man tatsächlich irgendwie auf ein Eckchen des Konzerns stößt und feststellt, oh, hier ist ja was, mit dem man tatsächlich diese Branche umkrempeln könnte. Warum hat das eigentlich noch nie jemand gemacht? Und ich glaube tatsächlich, sich darauf zu fokussieren, zu sagen, Ideation ist es nicht notwendigerweise, sondern eigentlich müssen die Rahmenbedingungen Exekution einfacher machen, ist der richtige Weg, um dieses Exekutivproblem zu lösen. Schlau sind relativ viele Menschen auch in deutschen Konzernen und denken sich gute Produkte aus. Und daher, und das ist ein Thema, was es klingt so banal, Frage an die Wirtschaft und all die Vertreter der Wirtschaft an Ihnen. Und interessant sind Antworten, wenn man wirklich deutsche CEOs fragt, wann haben Sie das letzte Mal auf Ihre eigene Website geschaut und wann haben Sie das letzte Mal Ihre App benutzt? Und um es weiter zuzuspitzen, wenn die Antwort beide Male kürzlich und ja gestern ist, finden Sie das eigentlich gut? Würden Sie das benutzen? Und relativ oft ist der Fall, dass die Antwort Nein ist oder große Skepsis vorhanden ist. Und was wir sehen ist tatsächlich, wir arbeiten relativ viel mit den Kollegen von Egon Zehnder zusammen bei der Besetzung von Top-Managements. Wir sehen, dass wir heute im Wesentlichen Management haben in den Führungsetagen, dass Digitalisierung aber mit Leadership zu bewältigen ist. Wir sehen in den USA das Aufkommen eines extrem produktgetriebenen CEO. Sie alle werden die martialischen Bilder von Elon Musk in einer Werkstatt ihrer Wahl kennen, bestenfalls auch in Blaumann. Und die Behauptung, ich kann das nicht verifizieren, er würde 30% seiner Zeit an der Fertigung verbringen. Das ist tatsächlich der Weg, wie wir sehen, dass CEOs von digitalen Companies heute agieren, nämlich tief im Produkt, tief im Erlebnis des Konsumenten. Wenn Sie den Abgleich machen, und ich gebe zu, sehr N gleich 1, dann werden Sie das in Deutschland relativ selten erleben und relativ selten auch eine erfahrungsbasierte Bewertungskompetenz erleben, was digitale Dienste und digitale Geschäftsmodelle eigentlich angeht, sondern im Zweifel sitzen da Einäugige, die sich von Einäugigen beraten lassen und damit nur eine Replikation des immer gleichen Fehlers hinbekommen. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass wir wenig über digitale Produkte nachdenken und viel über, und ich will keine Winterkornwitze machen, den korrekten Sitz der Türen an einem Volkswagen Golf. Das ist ein Stück weit problematisch. Was klar wird, ist, wir sehen ein Verändern der Rolle von Management. Und ich würde es tatsächlich in dem Moment nicht mehr Management nennen, sondern tatsächlich Leadership. Wir sehen, dass eine Polarisierung stattfindet. Und ich kann Ihnen da irgendwie nochmal die kurze Zeit, soll ich es zurückmachen fürs Foto? Ja, gut, Sie machen dann einfach.
Wir sehen eine Polarisierung aus der Entwicklung von Organisationsstrukturen. Wir haben den Weg zu informationsbasierten Organisationen beschritten und wir sind tatsächlich relativ oft noch gefangen in einem Organisationsmodell, Command and Control strukturierter Organisationen, bei denen vor allen Dingen die Tiefe des Mittelmanagements zum Problem wird. Das klassische Phänomen in einem deutschen Unternehmen ist nämlich, dass es auf der Praktikerseite, also tief im Operativen, jemanden gibt, der sich wahnsinnig gut auskennt mit Themen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Ideation ist oft nicht das Problem, da ist jemand, der hat die Lösung. Dann haben wir eine unglaubliche Lehmschicht von Mittelmanagement, die eine Filterwirkung hat, die dazu führt, dass auf PowerPoint-Charts das fast schon nicht mehr wahr ist, was präsentiert wird. Und dann haben wir oben keine Bewertungskompetenz, was im Zweifel am Ende dazu führt, dass eine sehr gute Idee eben nicht exekutiert wird. Und das ist spannend. Ich habe auch persönlich relativ viele Experimente mit diesem ganzen Thema gemacht, nämlich in einem deutschen Automobilkonzern mal versucht, auf Vorstandsebene zu schauen, was passiert, wenn man Big Data ruft und wartet, bis die Organisation das bearbeitet, was dann auf noch zwei übrigen Folien in einer Vorstandssitzung in 14 Minuten verhandelt wird, ist nicht entscheidungsfähig in einem Thema, das durchaus seine Komplexitäten hat. Auf der untersten operativen Ebene war das aber relativ oft relativ richtig. Es hat nur dieses gesamte Command-and-Control-System nicht überstanden, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wir haben deswegen eine Polarisierung, vor allen Dingen in Verantwortungsbereichen, und das ist eine politisch und wirtschaftliche Antwort, die Verantwortung an der Spitze, sich dieses Themas anzunähern und anzunehmen, wächst in einem dramatischen Maße. Und hier reden wir tatsächlich wieder zurück über Leadership und nicht Management. Digitalisierung und Entwicklung digitaler Produkte ist nicht managebar, sondern muss geführt werden und entschlossen geführt werden. Nicht umsonst gucken wir uns heute alle, und ich nehme an, Sie haben den alle gesehen, bei Klöckner, dem Stahlhändler, einen Case an, der im ganz Wesentlichen von dem Vorstandsvorsitzenden präsentiert wird, weil der Vorstandsvorsitzende derjenige war, der im Stahlhandel mal die Entscheidung getroffen hat, Digitalisierung wird jetzt losgehen. Und selbst mit dem entschlossenen Wirken des Vorstandsvorsitzenden wird nicht an allen Stellen immer die Trägheit der Organisation überwunden. Also das heißt, selbst dann ist Komplexität noch ein Problem, was man tatsächlich managen muss. Und ich glaube, was passiert ist, Bewertungskompetenz wird die zentrale Fähigkeit. Ich glaube, wir werden dahin kommen, von unseren Leadern, sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Rahmen, Bewertungskompetenz einfordern zu müssen. Und es ist so ein bisschen, es ist fies, das zu sagen, wenn man hier im BMWi steht. Das, was für mich von den Piraten übrig geblieben ist, neben ganz viel Zeug, ist vor allen Dingen der Schlachtruf von Laien regiert. Und das ist in der Tat das, und ich meine niemanden im Speziellen, was mir wirklich Sorge macht, in Diskussionen auf höchster Management-Ebene festzustellen, es existiert im Grunde keine Kompetenz darin zu bewerten, in welche Richtung die Entscheidung jetzt getroffen werden soll und warum man das jetzt so tun sollte. Und da gibt es ein schönes, ich weiß, Zitat ist immer so eine Sache, ein schönes Zitat von Ben Hammersley, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte, weil ich es sehr, sehr gern mag. Und sagt, you can't help but realize that the next 10 to 40 years are going to be really strange, totally strange, and that the rate of strangeness seems is going to get exponentially more strange. And the problem we have right now is the people that are in charge of this stuff don't understand A, how strange it's going to be, and B, the form of strangeness itself. Ich glaube, da steckt schon relativ viel Wahrheit drin. Ich bin gar nicht so sehr auf der Suche nach robusten Antworten in vielen der digitalen Situationen, ob es die jetzt im Spezifischen gibt oder nicht. Ich bin tatsächlich eher auf der Suche nach sowas wie Awareness danach, dass man sich auf eine andere Art damit auseinandersetzen muss, als mit anderen Problemen, die eher prozessual inkrementell entstehen. Und das Ganze lässt sich dann zuspitzen, und auch hier nehme ich nochmal ein Zitat, das wird auch das letzte Mal sein, versprochen, und das lautet, it's generally unwise to have a strong opinion about a fundamentally new experience that you haven't actually experienced. Und auch das ist tatsächlich, es klingt wahnsinnig banal, ein Entscheidungsbias, der relativ oft zu beobachten ist und dann in sehr dogmatische Perspektiven wechselt, nämlich in tiefgeschäftliche Fragestellungen, die bewertet werden mit einer Perspektive, die heißt, warum sollte das jemand wollen? Und warum sollte das jemand wollen, ist für mich das Killerkriterium jeder Diskussion, die in irgendeiner Richtung weiterentwickelt. Wenn man das Ganze weiter zuspitzt, und das ist das, wovor ich Angst habe und wo ich tatsächlich gerade versuche, irgendwie Awareness zu kreieren, sehen wir perspektivisch die Gefahr, auf die Industrienationen zukommen,
Denn wir sind unlogischerweise ein hochindustrialisiertes Hochlohnland, was immer nur deswegen funktioniert hat, weil wir Effizienzgewinne hinbekommen haben. Wir werden außerhalb von digitalen Fähigkeiten keine Effizienzgewinne auch in unserer Kernindustrie mehr beobachten. Das heißt, im Grunde gibt es relativ wenig Wahl, schon wenn wir nur Industrien bewahren wollen, und das ist allein die konservative Perspektive, alles zu tun, um diese Fähigkeiten aus einer Effizienzperspektive einzusetzen. Wo wir hinkommen, ist dann das, nämlich wir haben akzeptiert, dass wir höchstens Nummer zwei sein können, und das meint so ein bisschen den europäischen Wirtschaftsraum, hinter den USA und innovativer eh nicht mehr werden. Ich glaube, die Wahrheit ist so ein bisschen das, was unten auf diesem Chart steht. Ich glaube, wir können froh sein, wenn wir wenigstens Nummer drei hinter China werden, denn was wir da gerade an Innovationsfähigkeit sehen und auch an Wertgewinn und Marktveränderung, ist etwas, was wir so nicht auf dem Zettel hatten. Das Ganze lässt sich so ein bisschen, und das mag jetzt sehr programmatisch rüberkommen, in so fünf Grundthesen strukturieren, wie wir es möglicherweise schaffen könnten, das Ruder rumzureißen und nach der verlorenen ersten Halbzeit die zweite nicht aufzugeben. Ich habe das einfach mal so instruktiv zusammengestellt. Nummer eins ist, Digitalisierung ist der Nummer eins Veränderungstreiber unserer Wirtschaft. Wir müssen einen höheren Handlungsfokus dafür nehmen. Und ich glaube, im Politischen muss man das gar nicht mehr tun und sagen. Wir müssen tatsächlich vor allem in der Wirtschaft mehr Fokus darauf kriegen. Und ich glaube, dass Politik und auch Entscheidung ohne eigene Bewertungskompetenz versagen muss. Ich glaube, wir sind relativ schlecht darin, eine professionelle Organisation unterhalb der Politik zu haben, die Entscheidungen erdet und kontextualisiert in einem weltlichen Rahmen, der nicht Politik ist. Da sind andere besser, Sie alle wissen das wahrscheinlich, in den USA gibt es eine CTO, es gibt eine CTO von London. Wir sind in einer Situation, wo wir professionelle Organisationen unterhalb der politischen Ebene entstehen sehen. Wir haben sowas nicht. Und deswegen fehlt Bewertungskompetenz, relativ klar. Zwei, Fähigkeiten aus der Softwareindustrie und Entrepreneurship sind heute nicht ausreichend vorhanden. Auch das ist relativ klar. Ich glaube, dass wir über digitale Bildung von Anfang an nachdenken müssen, aber auch tatsächlich Entrepreneurship dann sehr viel später. Wie vielleicht der ein oder andere von Ihnen weiß, sind im Grunde alle Gründer großer schwedischen Gründungen wie Spotify oder Soundcloud auf ein und dieselbe Universität gegangen, nämlich auf das Entrepreneurship Center aller Universitäten in Stockholm, was wirklich gut ist. Und wie Sie vielleicht weiter wissen, ist die D5, die Digital Five Nationen Charter binden dahin, dass die Mitgliedsländer Estland, Südkorea, UK und noch die zwei anderen ab der fünften Klasse Programmieren als verpflichtendes Fach einführen in den Schulen. Wir mit einem föderalen System werden da unsere Schwierigkeiten haben, aber grundsätzlich ist das der Weg, nämlich tatsächlich zu verstehen, dass das eine Zukunftsfähigkeit ist, die wir brauchen, um Technologie bewerten zu können. Und dann, und das nur so Annex, glaube ich, dass wir auch das falsche Arbeitsrecht haben, aber das nur so als Unternehmer. Drei, konstanter Wandel und Innovationskultur werden nie wieder verschwinden. Es wird das rettende Ufer, an dem wir alle liegen bleiben und hecheln, nicht geben. Es gibt keinen Zielzustand, den wir alle erreichen und dann sagen, endlich haben wir digitalisiert, sondern wir werden uns insgesamt auf einen höheren Takt in Innovation einstellen müssen und damit eine höhere Flexibilität. Constant Change ist etwas, was konstant bleiben wird. Insofern glaube ich, und das ist so ein bisschen Generikum, brauchen wir A, eine andere Scheiternskultur aus einem kulturellen Merkmal und B, auch eine andere Finanzierung von Scheitern. Denn, und das ist mir erst später aufgefallen, wäre ich mit meiner Firma insolvent gegangen, hätte ich keine zweite kurzfristig gründen können. Da darf man nicht dran denken, wenn man eine Firma gründet, die ein Experiment macht. Vier, wir werden nie wieder in einer Welt ohne Daten leben. Wir sollten uns von diesen Datensparsamkeitsdiskussionen endgültig verabschieden als Leitplanke dessen, wie wir Datenschutz diskutieren. Diese Welt wird getrieben werden von Daten und das wird sie mehr und mehr. Wir müssen eine andere intellektuelle Auseinandersetzung mit Datenschutz führen als Datenkrage Google, etwas, was ich wahnsinnig nervig finde, und müssen uns die Frage stellen, wie regulieren wir den Umgang mit Daten, wie regulieren wir den Austausch mit Daten in Leitplanken und nicht in einer Logik, die heißt, wir gehen in eine Welt zurück, in der es weniger Daten geben wird. Das wird nicht passieren. Und letztlich fünf, und das ist relativ selbstverständlich, wir sind eine Legacy-Nation. Es gibt Gründe, dass wir langsam sind, wir sind erfolgreich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein gesellschaftlicher Ausverhandlungsprozess bei uns geradezu lange dauert und wir relativ wenig Wahl dazu haben, das Ganze zu beschleunigen. Und ich glaube, dass wir politisch und aber auch wirtschaftlich ein Agenda-Setting brauchen, was weggeht aus einer fortschrittspessimistischen Perspektive. Wir brauchen Fortschritts
Positivismus. Und letztlich brauchen wir eine neue Gründerzeit, bei der wir in der Lage sind, unsere Rahmenbedingungen zu überdenken und gegebenenfalls über Bord zu werfen, um for the greater good etwas zu erreichen, was uns allen dient. Ich glaube, die Zeit wird eng, Freunde. Vielen Dank. OMG, that was so much information. Das war sehr geballt. Ich gucke mal in die Runde, wir gehen nämlich gleich ins Panel rüber. Du bist aber leider nicht mit von der Runde, deswegen machen wir noch kurz ein paar Fragen an dich in deinem Vortrag. Gerne Handzeichen. Ansonsten fange ich kurz vielleicht mit der ersten Frage an, weil du nämlich einen Punkt so betont hast, zu dem es auf jeden Fall schon mal einen Widerspruch heute im Programm gegeben hat. Mhm. Und zwar hat Herr Machnik heute Morgen auch schon über disruptive Innovationen gesprochen und bekannte Beispiele in dem Bereich über Airbnb. Du bist jetzt auch nochmal drauf eingegangen und uns so ein bisschen mit diesem alten Klischee, hey, das ist in Deutschland doch eine andere ökonomische Situation als in Amerika, dass das nicht reicht sozusagen als Entschuldigung, warum solche disruptiven Innovationen nicht auch aus Deutschland kommen. Und Herr Machnik hat heute aber darauf hingewiesen, dass es aus seiner Sicht einen Unterschied zwischen innovativer Disruption und Regelnbrechen gibt. Und dass diese Unternehmen vielleicht auch deswegen sehr erfolgreich sind, weil sie einfach bestimmte Standards und Regeln, die wir hier haben, die in den USA so nicht existieren, brechen. Was würdest du dazu sagen? Man darf das Ganze auch andersrum sehen. Man darf auch sehen, dass unsere Gesetzgebungsprozesse so langsam sind, dass sie ohnehin nur noch nachlaufende Regulierung des Status quo hinkriegen. Also gucken wir uns die Entwicklung der letzten Zeit an. Als ich anfing, Netflix, Spotify und Facebook zu benutzen, waren sie in meinem Land illegal. Das sind sie heute nicht mehr. Ich glaube, wir sind tatsächlich in so einem regressiven Policy-Making-Prozess gefangen und gestalten nicht vorher, sondern lassen uns gestalten über Entwicklung. Und dann passiert automatisch sowas. Ich würde dir natürlich zustimmen, aber ich glaube, das Netflix-Beispiel ist auch ein relativ einfaches, um bei dem Überbeispiel zu bleiben. Hat es ja durchaus auch Gründe, die man verargumentieren könnte, dass die richtig sind gegeben, warum es in Deutschland jetzt nicht so den durchbrechenden Erfolg gehabt hat, und zwar wegen unseren Personenförderungsgesetzen und anderen. Ich glaube, die Entscheidung ist ja nie von Konsumenten getroffen worden, ob es erfolgreich ist oder nicht, weil die Zeit gab es nicht, bevor Lobbyarbeit nicht verhindert hat, dass es sich in irgendeiner Weise entfalten konnte. Also ich glaube schon, dass Uber ein zutiefst erfolgreiches Modell hier in Deutschland sein könnte, wenn es am Markt existieren dürfte. Und wer tatsächlich mal eine Marktveränderung da sich angucken will, fährt in London mal Taxi und dann Uber, vergleicht die Preise und die Qualität und weiß, dass das einen Markt tatsächlich verändern und verbessern kann. Okay, wir lassen das mal so stehen, das ist auch ein Thema, was wir vielleicht gleich noch mit aufs Panel nehmen, und die Hand ging hoch, wir nehmen noch eine Frage von hier vorne, gerne Wolfgang. Ja, hallo, Wolfgang Gründinger vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mhm. Du hast viel über Disruption gesprochen und darüber, wie die Verantwortung der Managementspitze ist. Jetzt ist meine Frage, aber was rätst du den Unternehmen genau zu tun, außer die Augen offen zu halten und vielleicht proaktiv zu agieren? Aber wie ist das proaktive Agieren denn im Konkreten? Also was sollen Konzernspitzen jetzt genau aus diesem Vortrag lernen und was sollen auch der normale Mittelstand aus diesem Vortrag mitnehmen? Ich bin so ein bisschen, tue mich schwer mit Generalisierung von Konzernspitzen im Ganzen, weil wir tatsächlich eine zutiefst unterschiedliche Situation unterschiedlicher Geschäftsmodelle haben und Digitalisierung schlägt auf Automotive anders zu als auf Energy. Insofern gibt es keine Konzernspitzen-Antwort. Ich glaube, die Frage, was tut Digitalisierung gerade mit meinem Markt und meinen Konsumenten und welche untapped needs gibt es eigentlich auf der Konsumentenseite, die jemand ohne weiteres bedienen könnte, sind tatsächlich die großen Fragen. Das ist ja tatsächlich das, was wir, wenn wir uns den Übeltäter Google angucken, immer so ein bisschen vergessen. Google hat immer den tatsächlich populären, die populäre Bestätigung dessen, was sie tun, weil sie etwas machen, was im Zweifel wir alle schon immer mal haben wollten und der Konsument sinnvoll findet. Und die große Frage in einzelnen Märkten ist eben, wo ist der Konsument heute schon, wo ist das Angebot und wie kriege ich tatsächlich das, was Konsumenten heute technologisch induziert erwarten, zusammen mit meinem eigenen Angebot? Wie wird sich mein Markt verändern? Und das ist zutiefst unterschiedlich. Dankeschön. Wir nehmen noch eine ganz kurze Frage, eine kurze Antwort. Robert Dehm, BMWI. Also ich habe mich da ein bisschen schwer getan an der einen Stelle. Sie haben da gesagt, unser industriegetriebenes Wirtschaftsmodell ist in Gefahr, und für mich kam es ein bisschen wie so ein Horrorszenario sozusagen jetzt gepaart mit dem letzten Satz auch noch rüber, und gleichzeitig sagen Sie, Software ist ja die Zukunft. Also ist es dann nicht eher gut, dass unser industriegetriebenes Wirtschaftsmodell
sich in Richtung Software jetzt verändert und teilweise vielleicht aber auch tut's auch, ja nicht. Ist doch ganz normal, oder? Also die Aussage war ein bisschen anders. Die Aussage war tatsächlich, wir kriegen die Transformation von der Ausreizung industrieller Fertigungstechnologien in Softwaregetriebenheit nicht hin. Also insofern ist es schon ein Gegensatz. Alleine wegen den Menschen, die uns digital zuhören, das ist immer ganz wichtig, nur ins Mikrofon zu sprechen, aber wir wollen auch nicht, dass das jetzt zu sehr in einen Dialog ausatmet. Lass mich mal noch ganz kurz darauf antworten und dann... Ich brauche die Frage nochmal, beziehungsweise die Einlassung. Achso, Entschuldigung. Ganz knapp, bitte. Ja, warum sind Sie davon überzeugt, dass wir das in Deutschland nicht hinkriegen? Ich sehe ein ganz anderes Bild. Ich sehe nur, dass wir es vielleicht nicht so plakativ auf jede Wand schreiben. Wenn wir uns den Maschinenbau anschauen, sind wir Weltmarktführer in vielen Bereichen. Ganz und diese genau. Unternehmen sind Hightech-Software-Schmieden. Die lassen sich nur nicht so sehr in die Karten schauen. Wenn wir Siemens anschauen, jede große Automobilfabrik auf der Welt wird von Siemens designt und da geht es nur um Software. Ich glaube eher, wir haben ein bisschen ein Kommunikationsproblem darzustellen, was wir eigentlich sehr gut können und damit würde Selbstbewusstsein und Mut entstehen und das ist vielleicht das, was wir brauchen. Ich mache mir um die Kompetenz an der Stelle gar nicht so große Sorgen. Und auch Daimler hat zum Beispiel bei ihren Beispielen, die waren ja alle eher mal sehr plakativ, gezeigt, dass autonomes Fahren oder teilautomatisiertes Fahren bis hin zu autonomem Fahren durchaus von uns besser gemacht werden kann. Denn wenn man sich angeschaut hat, wie der Daimler-Vorschlag aussah und wenn man sich dann das Google-Auto anschaut, dann sage ich mal, glaube ich, wird die Welt eher das Daimler-Auto wählen. Wenn man daran glaubt, dass Optik von Autos relevant bleibt. Und es nicht irgendwann Fertigungskosten sind, die ausmachen, welche Art von Mobilität wir nehmen. Die Antwort ist eine relativ einfache und gleichzeitig komische, weil das Siemens-Beispiel kenne ich gut und meine Einschätzung ist nicht die, dass das tatsächlich überlegene Technologie ist, die uns retten wird. Ich sage nicht, dass wir long-term nicht gewinnen können. Ich glaube, dass wir jetzt einen Moment haben von dem Verständnis von, wir müssen was anders machen, wir müssen beschleunigen, wie wir die Diskussionen führen, um erfolgreich sein zu können. Also wie gesagt, es sieht im Moment nicht besonders gut aus, wir haben noch eine Chance, ich glaube, wir müssen schneller werden. Das lassen wir jetzt so stehen und geben nochmal einen großen, auch sehr schnellen Applaus. Vielen Dank, dass Sie waren. Für mich ist es besser.